gibt's neue Wege. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay, also ist das schon ein bisschen länger her, dass es hier angefangen hat. Scheinbar schon während des Zweiten Weltkriegs. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Hier sind wir wieder. Wo müssen wir jetzt hin? Welche Richtung? Da lang. Ja, zurück durch den Weg, den du kommst. Ich mach mal lieber Licht aus. Passieren. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. Das ist schon eine Weile her. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Geht ihm auch, wo kein Lied gebracht haben, wenn er hier gelandet ist. Was höre ich da? Das gefällt mir gar nicht. Abkürzung zum Strand runter. Ich hole mal eben das Speichern hier. Das Lagerfeuer. Und dann weiter zurück zu den anderen. Okay.
das ist echt eine Abkürzung. Oh, das ist ein geheimes Grab. Okay. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss... Dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles. Was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Okay. Ich werde hier Wache halten. Reyes arbeitet an der Maschine und die anderen ruhen sich aus. Bleibst du die ganze Nacht wach? Whitman übernimmt später die Wache. Traust du ihm immer noch nicht? Nein, und das rate ich dir auch. Sei vorsichtig, wenn ich weg bin. Behalte ihn im Auge. Hoffentlich findest du da oben, was du suchst, Lara. Ja. Suchen wir erstmal das Grab. Ja, ich stimme Lara zu. Ich traue Whitman nicht. Okay, ich dachte, es funktioniert. Mann, ich dachte, die sollen doch hochgehen. Jetzt gehen sie hoch. Mal auf der Karte und vielleicht sehen. Ach, da. Okay. Also in die Richtung. Ein paar Meter. Ah, okay. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Ja, das ist das geheime Grab. Sollte das der Eingang sein? Ah, da geht's weiter. Also diese Insel hat echt tausend Geheimnisse. Ach, wir hätten einfach ein Seil drüber spannen können. Ja, manchmal sieht man es erst später.
Ui. Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. Das ist hart. Gut, dass wir das gefunden haben. Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Ja. Da gucken wir uns mal um, wie wir das Rätsel lösen können. Was machen die hier? Eine Art Fischerei. Ah, jetzt sehe ich, was ich machen muss. Einmal das Ding fahren lassen. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Jo, die lagern hier Nahrungsmittel bei den ganzen Toten. Kann man mal machen. Ich würde es nicht machen. Wir soweit alles. Und bei der Schrotflinte auch alles Wichtige. Beim Gewehr, ja, der Schalldämpfer wäre noch ganz nett. Und für die anderen Granaten, aber sonst. Alles. Na, das ist noch ganz wichtig. Großes Magazin, immer gut. Verlassen wir wieder das Grab und folgen mal weiter der Storyline. So schlimm verkackt, dass wir nicht mehr draußen konnten. Okay.
schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ach gut. Da ist eine Kiste. Und zwar eine große. Jetzt wünsche ich mir gerade wieder ein Lager. Aber wir werden gleich noch zünden. Darauf bitte ich. Okay, die Granaten sind voll. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügelt und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig! Der nächste Wahnsinnige. Und diesmal von uns unser Crew. Seilbahn.
Punkte. Mehr kommt sie nicht. Das war knapp. Okay, hier oben renne ich hin. Und dieses Tank gerade lässt mich noch viel, viel mehr an Whitman zweifeln. Der will mit Matthias ein Abkommen schließen oder irgendwie sowas. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Matthias wahnsinnig ist und alles tun wird, um seine eigenen Ziele durchzusetzen. Was zum Teufel machen wir hier? Da in dem Grab sind scheiß Oni. Wir haben Befehle vom Boss. Keiner darf rein oder raus. Wir töten alles, was seinen Fuß da reinsetzt. Hast du der Ohren? Scheiße! Drauf mit dir! Mega Fail. Das Ganze nochmal bitte. Was machen wir hier? Das ist mein Schild. Wir haben den Grab im Scheiß Honig. Wir haben Befehle vom Boss. Keiner darf rein oder raus. Wir töten alles, was seinen Fuß da reinsetzt. Der Teufel! Sehr schön. Wenn man weiß, wo sie kommen, das ist einfach. Okay, das war doof. Ich dachte, das würde klappen. Das war... Oh Gott. Schlag mich, Anna. Aua. Da werde ich schon geschlagen. Super. Ich bin jetzt zu entdecken.
Ah. Ganz schön zugig hier. Scheiße. So viele Leichen. Leise jetzt. Die Oni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Lagern, während die in der Nähe sind. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Was für ein Stern? Ich verstehe nicht ganz, was die meinen. So, jetzt wird das Lager sicher sein. Sportbogen. Der Meister. Kampfschrotflinte. Sehr schön. Was für eine Upgrade hat der Bogen jetzt? Exklusivpfeile bauen. Ja, schön. Gegengewichte, blinde Präzision. Das war's schon. Und wir können an der Schrotflinte was ausrichten. Ändern. Was ist denn? Oh, manche schaffen, glaube ich, mit das Trommelmagazin. Oh, Trommelmagazin. Nice. Aber erstmal durchsuchen wir das Grab. Werden wir jetzt hier noch auf Oni treffen? Werden wir rausfinden, was sie sind? Das ist aber vieles. Will ich auf den Knopf drücken? Ach komm. Grab muss in den unteren Ebenen sein. Der Aufzug steckt fest. Okay. Vielleicht kommen wir zu Fuß. Ich muss irgendwie da durchkommen. So schon nicht. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Trinity? Eine weitere Organisation. Naja, vielleicht klärt sie das später noch auf.
hier oben fährt er schon mal ohne Probleme. Und diese Geräusche gefallen mir absolut nicht. Den Weg freischießen. Vergessen zu machen. Augenscheinlich, okay.